Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Thema mit einer sehr spannenden Überschrift, die du jetzt hier vor dir siehst. Und ich bin mir sicher, dass diese Überschrift dir jetzt aktuell etwas komisch vorkommt, weil das eine ganz andere Überschrift ist, die dich wahrscheinlich dazu animiert hat, dieses Video zu eröffnen. Das ist eine Überschrift, die du wahrscheinlich übersehen würdest, wenn du diese Überschrift als Beschreibung des Videos gesehen hättest. Wir Menschen neigen nämlich dazu, viel eher auf Botschaft zu reagieren, die negativ ist. Besonders in dieser Zeit, in der wir heute leben, ist das Internet, sind die Nachrichten, sind unsere Gespräche mit negativen Inhalten vollgeladen und wir reagieren viel schneller auf Negatives als auf Positives. Deswegen habe ich das fast bewusst als Ködermittel dazu genommen, um dich dazu zu animieren, dieses Video zu öffnen mit einem positiven Inhalt. Übrigens, diese Überschrift, die du vor dir siehst, stammt aus einer sehr, sehr ähnlichen Zeit, die wir heute erleben. Und deswegen bin ich mir sicher, dass diese Überschrift heute das Potenzial hat, dein Leben und vielleicht dein Leben deiner Liebsten, deiner Verwandten, deiner Bekannten, deiner Freunde zu verändern. Deswegen wünsche ich mir, dass du dieses Video dir anschaust und dass diese Überschrift, natürlich werde ich die andere auch nochmal erwähnen, aber dass diese Überschrift dein Leben motivieren und verändern mag. Das ist eine Überschrift aus der Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 6 und diese Überschrift heißt: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Lass uns mit dem Inhalt dieser wundervollen Botschaft beginnen. Ich möchte, bevor ich weiter in den Text hineingehe, erstmal diesen Text zusammen mit dir durchlesen und dann möchte ich dir etwas Geschichte über die Situation, in der sich Jesaja damals befand, erwähnen und dann werden wir uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Lass uns erstmal Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 4 gemeinsam mit dir durchlesen. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zweien ihren Leib und zwei brachten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Eine sehr interessante Bibelstelle und in dieser Bibelstelle gehe ich auf den Vers 3 insbesondere ein. Aber bevor wir das Ganze machen, möchte ich dir erstmal erklären oder ein bisschen aufzeigen, in welcher Zeit Jesaja lebt. Und du wirst feststellen, dass es sehr große Parallelen gibt zu der Situation, in der wir heute leben. Jesaja lebte zu einer Zeit voller Kriege, zu einer Zeit, wo das israelische Volk damals, es geht hier um die israelische Geschichte, als es Gott nicht dienen wollte, zu einer Zeit der Kriege, der Unruhen, der Katastrophen, der Kinderopfer und so weiter und so fort. Das war alles andere als eine schöne und gute Zeit. Zu dieser Zeit lebte Jesaja. Und zu dieser Zeit ging Jesaja in den Tempel hinein, um Gott zu suchen. Und wir sehen auch in dieser Zeit, dass es hier steht, im Vers 1 lesen wir: Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Und man könnte sich fast vorstellen, dass Jesaja vielleicht noch irgendwelche Hoffnung geknüpft hat, dass dieser König vielleicht doch noch was verändern würde. Und nun war auch seine letzte Hoffnung gestorben.
Und wenn ich so daran denke, an diese ganzen Sachen, dann erinnert mich das an die Worte Jesu in Lukas Kapitel 17, glaube ich, war das. Ja, als Jesus den typischen Menschen eigentlich dort beschreibt. Er sagt nämlich, so wie das zur Zeit Noahs und zur Zeit Lots war. Ja, die Menschen feierten, Hochzeiten, aßen, tranken, bis die Stunde kam, als es zu spät wurde. Und dann schreien die Menschen auf und versuchen etwas zu verändern, weil, wo sie jetzt wirklich sagen oder feststellen müssen, dass eigene Mittel da eigentlich nichts mehr verändern und nichts mehr, einen nicht mehr weiterbringen können. Jesaja lebte zu dieser Zeit genauso und er sucht Gott. Und ich finde, in diesem Moment macht er etwas ganz, ganz richtig. Das ist das, was ich heute für dich als Beispiel hinterlassen möchte, für mich als motivierendes Beispiel nehmen möchte, gerade in Situationen, wo wir keinen Ausweg kennen, nicht nach menschlichen Lösungen zu suchen, sondern zu Gott zu kommen und zu gucken, was Gott dazu zu sagen hat. Was interessant ist, als Jesaja in diesen Tempel hineinkommt, bekommt er dieses Gesicht, dieses Erlebnis, das, was er hier gerade niederschreibt. Und das ist schon eine faszinierende Geschichte. Und ich habe dazu eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese Texte tatsächlich jetzt noch die Tage bekommen habe und darüber nachgedacht habe. Die Frage lautet nämlich, wie konnten die Seraphinen angesichts von Kriegen, Konflikten, Katastrophen, das ist unsere Zeit heute, nicht wahr? Krankheiten und Truhen sagen, dass die ganze Erde voll von seiner Herrlichkeit ist. Interessant, nicht wahr? Jesaja lebt in einer tatsächlich stumpfen Welt, Welt voller Sünde. Ja, in einer Welt, wo alles in Blut versunken ist. Und Jesaja geht in den Tempel und hört die Engel singen. Und die Engel singen ganz, ganz krasse Worte. Sie sagen, die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Als ich das gelesen habe, ist das für mich wirklich extrem fremd geworden. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Wie können die Engel das singen? Wie können die Engel in einer Situation, wo Kinder gemordet werden, geschlachtet werden, gebraten werden, wie können die Engel singen und sagen, die Erde ist voll von seiner Herrlichkeit? Das ist für mich paradox. Gerade in heutiger Zeit erleben wir auch genauso viele Katastrophen, wo viele Menschen tatsächlich zu Recht vielleicht sagen könnten, Gott, wo bist du? Gott, bist du überhaupt lebendig? Existierst du? Oder ist das alles ein Märchen? Nicht wahr? Und deswegen möchte ich gerade deswegen mit dir heute darüber sprechen. Ich bin mir sicher, das ist eine motivierende Botschaft, die dich heute tatsächlich nochmal aufrappeln soll, wieder nach vorne zu schauen und nicht nach schlechten Nachrichten zu suchen, sondern das Gute zu sehen und zu aktivieren. Weil gerade das ist das, was wir heute brauchen, die positive Energie, die wir heute ausstrahlen müssten. Die Engel konnten das sagen aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich sie lebten in der Gegenwart des Herrn. Und weil sie in der Gegenwart des Herrn lebten, weil sie sich in der Gegenwart des Herrn befanden, haben sie alles durch die Brille des Herrn gesehen. Haben sie das Ganze aus der Perspektive Gottes gesehen. Und deswegen konnten die nicht anders, als trotzdem noch das Positive in dieser Welt herauszufinden. Und deswegen haben die gesagt, und trotzdem, bei all dem, was hier ist, ist trotzdem noch die Welt mit seiner Gegenwart erfüllt. Und trotzdem gibt es in dieser Welt etwas Positives, was wir heute hervorheben möchten.
Und gerade das ist das, was ich heute mit dir gemeinsam auch machen möchte. Ich möchte dich heute dazu motivieren, Gott zu suchen. In diesem Durcheinander vielleicht tatsächlich alles auszumachen. Internet, Fernsehen, Nachrichten, Menschen, die Schlechtes in dein Leben hineinsprechen, die dich demotivieren und einfach zu dir zurückzufinden und anfangen, auf den zu schauen, dessen Herrlichkeit die Welt erfüllt. Und wir möchten gemeinsam mit dir heute etwas angucken, wieso ich daran glaube, dass Gott tatsächlich immer noch existent ist und wieso tatsächlich seine Herrlichkeit in dieser Welt so aktiv ist und so präsent ist. Und wenn nur einmal seine Herrlichkeit tatsächlich verschwinden würde, würden wir tatsächlich in derselben Sekunde genauso mit ihm verschwinden. Es gibt nämlich dazu einen ganz, ganz wichtigen Grund. Und ich habe das in 5 Schritte unterteilt, um dir das Ganze etwas zu präsentieren. Das Allerwichtigste für uns ist, dass wir feststellen, dass wir abhängig von Gesetzen sind. Und Gesetze sind von Gott. Ohne Gesetze existiert nichts in dieser Welt. Wenn wir an physische Gesetze gehen, zum Beispiel Gesetz der Anziehungskraft und so weiter und so fort, dann sehen wir, wenn so ein Gesetz versagen würde, würde komplett alles versagen. Aber weil diese Gesetze existieren, existieren wir. Und weil diese Gesetze existieren, existiert Gott. Und weil diese Gesetze existieren, existiert seine Herrlichkeit in dieser Welt. Und das ist das, was mich heute motiviert. Und das ist das, was mich heute mit Freude erfüllt. Und das ist das, wieso ich heute diese Botschaft mit dir teilen möchte. Wieso ich heute nicht über Naturkatastrophen sprechen möchte, sondern das, was heute eigentlich das Ganze verändern kann. Und ich rufe dich dazu auf, umzudenken und in die richtige Richtung deine Blicke zu wenden. 5 Punkte. Geistige Gesetze wirken in der geistigen Welt genauso wie natürliche Gesetze in der natürlichen Welt wirken. Es mag sein, dass wir vielleicht tatsächlich natürliche Gesetze wahrnehmen, daran glauben, geistige Gesetze nicht sehen und deswegen denken, dass die nicht funktionieren. Wir müssen aber tatsächlich daran denken, dass die geistige Welt viel stärker und viel größer und viel präsenter ist als die natürliche Welt. Und wenn ich heute an das Gesetz der Anziehungskraft glaube, dann muss ich umso mehr in der Bibel anfangen zu lesen und zu forschen, dass es geistliche Gesetze gibt, die genauso funktionieren. Heute ist alles auf Gesetze aufgebaut. Und weil es die natürlichen Gesetze gibt, gibt es diese geistigen Gesetze auch. Zweitens, geistige Gesetze wirken bei jedem, der sie anwendet. Es wird heute ein bisschen speziell, würde ich mal sagen. Ja, und deswegen ist für mich dieser Punkt sehr wichtig. Geistige Gesetze wirken bei jedem, der sie anwendet. Und heute können wir tatsächlich geistige Gesetze oder uns Menschen manipulieren, indem wir Menschen dazu bewegen und motivieren, die geistigen Gesetze als negative Gesetze herauszusprechen. Wir können heute positive Energie in die Welt hinausstreuen oder die negative. Wir können positiv oder negativ alles um uns herum aufladen. Und das sind geistige Gesetze. Und deswegen motiviere ich dich dazu, einfach mal abzuschalten und deinen Blickwinkel zu verändern auf die Gesetze, die positiv geladen sind. Deswegen, weil die Gesetze bei jedem funktionieren. Es gibt Menschen, die sich ganz genau mit den geistigen Gesetzen auskennen, die daran glauben und diese Gesetze anzuwenden wissen. Und diese Menschen sind weitaus nicht gut gestimmt, nicht gut gesinnt. Sie möchten damit ihre eigenen Ziele erreichen.
und sie erreichen es. Warum? Weil die Menschen, die die positive Energie aussenden möchten, gar nicht an geistige Gesetze glauben, sondern vielmehr sich sogar vielleicht noch ausruhen in der Hoffnung, dass diese schlimme Zeit vergeht. Und Jesaja war an einem Moment, wo er gesagt hat, ich muss Gott suchen, sonst ist alles vorbei, sonst ist alles zu spät. Das ist das, was ihm Kraft gegeben hat und das ist das, was ich heute als eine wichtige und richtige Entscheidung ansehe, weil dadurch konnte Jesaja in seinem Leben vieles verändern. Punkt 3. Satans Macht ist völlig abhängig von gottgegebenen Gesetzen der geistigen Macht. Wir müssen heute verstehen, dass Satan nicht derjenige ist, der die Gesetze geschaffen hat, sondern derjenige ist, der diese Gesetze anwendet und für seine Ziele missbraucht. Und wenn wir heute nichts machen und denken, wenn wir nichts machen, wird alles gut, dann machen wir heute einen riesigen Fehler. Wenn wir auf etwas warten oder auf eine bessere Zeit warten, dann machen wir heute einen riesigen Fehler. Wir überlassen nämlich Satan das Vorrecht, das eigentlich uns gehört, geistliche Gesetze anzuwenden. Und er zerstört die Welt, er zerstört uns, indem er die Gesetze ins Leben ruft, die Gott eigentlich als positive Energie in die Welt für dich gelassen hat, für mich gelassen hat. Punkt 4, das ist das, was ich schon etwas erwähnt hatte in Punkt 3, Satan hat sie nicht erschaffen, Gott hat sie erschaffen. Und wenn Gott sie erschaffen hat, möchte Gott, dass dein Leben gut ist. Gott ist derjenige, der Leben gibt, der Bäume wachsen lässt, der die Sonne aufgehen lässt. Gott ist derjenige, der alles macht, was positiv in dein Leben wirkt. Er braucht aber dafür geistliche Gesetze, damit die Naturgesetze aus dem Geist heraus funktionieren. Der Satan ist derjenige, der genau dieselbe Macht anwendet, um diese Gesetze zu zerstören. Und heute müssen wir alles auf eine Karte setzen, um das Ganze wieder zu verändern, die negative Energie durch die positive Energie zu zerstören, meine Lieben. Fünftens, Satan benutzt sie einfach für seine eigenen Zwecke. Das ist das, was ich in 4 schon gesagt habe. Warum ist für mich dieses Thema so wichtig? Weil wir heute und nur wir heute das alles, was um uns herum geschieht, verändern können. Weil wir diejenigen sind, die alles in unserer Hand heute haben. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir uns mit den schlechten Inhalten füllen, wenn wir Lösungen suchen, die wir der Meinung sind, dass wir sie verändern können, dann sind wir auf jeden Fall nicht da, wo wir sein sollen. Das ist das, was die Engel gesehen haben und das, was die Engel gesungen haben. Ne? Die haben den Herrn verherrlicht und sie haben aus seiner Gegenwart aus agiert. Und das ist das, was für uns heute wichtig ist. Wenn wir beginnen, in seiner Gegenwart zu leben, werden auch wir erkennen, dass die ganze Erde von seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Unabhängig von allen Umständen, die heute uns umgeben. Ja, es mag sein, dass die Finsternis heute extrem stark ist. Aber die ist so stark geworden, weil wir extrem faul waren. Weil wir es zugelassen haben. Deswegen ist diese Finsternis so stark. Aber wir können das heute verändern und es gibt einen und nur einen Weg dazu, nämlich in die Gegenwart Gottes hineinzutreten, nämlich in den Tempel Gottes zu gehen. Tempel Gottes ist die Gemeinschaft Gottes, die wir heute mit ihm suchen können. Seine Gegenwart. Du hast Zugang zu Gott.
und du kannst das nur mit diesen einfachen Worten einfach verändern, indem du einfach vielleicht nur damit anfängst, deinen Tag anzufangen und zu beenden, indem du die Worte aussprichst: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wenn du das in dein Leben hineinsprichst, wirst du feststellen, dass sich anfängt, etwas zu verändern. Und das ist heute mein Wunsch, den ich heute für dich hinterlassen möchte. Ich habe dazu noch eine wichtige Bibelstelle aus Römer, die ich genauso wieder durchlesen möchte. Das ist in Kapitel 7, Verse eigentlich 18 bis 25, aber ich habe hier ausschnittsweise Verse rausgesucht und das möchte ich dir heute vorschlagen. Vers 22. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann sagt Paulus hier: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Was sagt Paulus hier? Er sagt: Ich diene mit dem Verstand dem Gesetz Gottes. Das ist so wichtig heute für dich und für mich zu verstehen, dass sich etwas verändern kann. Es gibt Gesetze Gottes, es gibt Gesetze des Geistes und es gibt das Gesetz, die Gesetze meiner Natur oder die natürlichen Gesetze. Und diese Gesetze streiten gegeneinander. Der Verstand, den Gott in mir aktiviert, möchte heute eigentlich sagen, dass Gott alles verändern kann, dass Gott alles in seiner Hand hält, dass in dieser Welt noch immer seine Gesetze, seine Herrlichkeit, seine Macht aktiv ist. Und meine physischen Gesetze, Gesetze der Sünde, sagen mir, dass ich gegen das Böse ankämpfen muss, dass ich vielleicht erzählen muss und mir angucken muss, was Schlimmes heute wieder passiert ist. Das ist das, was mich aber von Gott ablenkt. Das ist das, was mich in Angst versetzt. Das ist das, was mich demotiviert. Das ist das, was in mir die negative Energie auslöst. Und das ist das, was ich heute auf keinen Fall zulassen darf, damit ich in meinem Leben das erreichen kann, was andere Menschen wiederum erreichen kann und damit wir gemeinsam das Böse besiegen können. Eine weitere Bibelstelle gibt es dazu auch noch, aber bevor ich das vorlese, möchte ich dich erstmal durch zwei wichtige Merksätze, möchte ich deinen Glauben in dir aktivieren. Nämlich wahrer Glaube bedeutet, ich habe früher immer gedacht, der Glaube bedeutet, ich muss irgendwie aktiv werden, ich muss brennen, ich muss irgendwas tun, ich muss etwas umreißen. Ich bin ja gläubig, ich muss hinausrennen und irgendwas, irgendwas, irgendwas. Sicherlich, auch das gehört zum wahren Glauben. Aber dieser Irgendwas-Glaube wird sehr schnell gedämpft oder sogar komplett zunichte gemacht, wenn dieses Irgendwas plötzlich nicht klappt. Und deswegen ist der wahre Glaube eigentlich eine tiefe Überzeugung des Kindes in seinen Vater. Mein Kind vertraut mir, dass ich es kann, obwohl ich es vielleicht nicht kann. Versteht ihr? Aber die menschliche Natur zeigt sogar dieses vollkommene Vertrauen des Kindes, motiviert uns Eltern sogar über uns hinaus etwas zu tun, was wir vielleicht gar nicht tun würden oder möchten. Aber wenn das Kind an uns glaubt, dann werden wir dazu motiviert, nicht wahr? Und das ist das, was der wahre Glaube eigentlich ist. Der wahre Glaube bedeutet, in die Ewigkeit sehen zu können.
Das heißt, ich gucke nicht mehr in die Medien, ich gucke nicht mehr in die Nachrichten, ich sehe nicht das oder ich höre nicht das, was um mich herum geschieht, sondern ich schaue in Gott und gucke, was er mir zu sagen hat. Und das ist das, was mich verändern kann, nämlich die geistige Welt zu erblicken. Die Engel, die haben Gott gesehen. Und als Jesaja das gesehen hat, hat er plötzlich gesehen, wie stark, wie mächtig er ist. Dass sogar durch den Gesang der Engel der Tempel, dieser ganze Raum mit Rauch erfüllt und die Säulen des Tempels anfangen zu beben. Warum? Weil die Gegenwart Gottes so stark ist. Und mein Wunsch ist, dass du, dass ich heute dieselbe Gegenwart Gottes erleben können. Aber wann erleben wir das? Wenn wir anfangen daran zu glauben. Wenn wir aber alles um uns herum konsumieren, außer das, was Gott zu uns spricht, dann glauben wir auch an das, was wir konsumieren. Und wenn man uns heute sagt, dass morgen die Welt untergeht, dann werden wir daran glauben. Wir werden nicht daran glauben, dass Gott sagt, die Welt wird noch weiter bestehen, bis ich als Sieger, als endgültiger Sieger in dieser Welt dastehe. Der wahre Glaube in uns holt uns aus den vergänglichen Sorgen und Nöten dieser Welt heraus. Und der nächste wichtige Merksatz, den ich auch mit dir teilen möchte, ist, im Geist zu wandeln bedeutet. Ja, wir leben in dieser Welt, wir wandeln in dieser Welt, biblische Sprache, ja, dadurch, weil wir bestimmte Informationen aufnehmen. Und wenn wir aber, und jede Information geht sowieso durch Geist zu uns, versteht ihr, wir nehmen es auf, verdauen es und dann wirken wir. Oder wir strahlen Energie aus. Im Geist zu wandeln bedeutet aber, richtige Augen, Ohren zu haben. Im Geist zu wandeln bedeutet, in seinen Augen oder mit seinen Augen zu sehen. Mit seinen Augen. Nicht mit den Augen, die der Nachbar mir heute erzählt. Nicht mit den Augen, die der Freund mir heute erzählt, der viel Schlimmes gesehen hat oder den Ohren, er hat wieder was Neues gehört, was morgen auf uns kommen wird. Nein, sondern mit seinen Ohren. Das, was er mir heute zu sagen hat. Das, was sein Plan für diese Welt ist. Das ist nämlich der gute Plan. Und das ist das, was ich heute aufnehmen muss. Das ist das, das als Information durch mich heute fließen muss. Und mit seinem Herzen zu verstehen. Mit seinem Herzen das Ganze aufzunehmen. Wenn ich das mache, dann werde ich in der Lage sein, die Erde und all Probleme und all ihre Herrlichkeit so klein zu erscheinen, wie sie in der geistigen Welt in Wirklichkeit sind. Also das, was Probleme dieser Welt ist, wird plötzlich nichtig und klein für mich, weil Gott all Probleme und Sorgen dieser Welt für klein erachtet. Gott existiert schon. Und hat überlebt einiges, was wir oder was viele Menschen nicht überlebt haben. Und deswegen kann ich mich darauf verlassen, dass ich mit ihm viel stärker bin, dass ich mit ihm viel mehr erreichen kann. Deswegen kann ich mich darauf verlassen, dass er genau weiß, was der Ausweg für mein Leben ist. Und ich muss diese Energie auftanken und in diese Welt hinaustragen. Das ist übrigens auch das, was mich heute motiviert, diese Botschaft auch mit dir zu teilen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Bibelstelle mit dir teilen, die für mich so wichtig ist. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ich könnte heute sagen, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Ich bin doch nur der Einzige hier, der irgendwas versucht zu tun. Das ist nämlich immer wieder unser Gedanke. Aber wenn
1 plus 1 und plus 1 und plus 1 ist, dann bin ich nicht mehr der Einzige. Erstens. Und zweitens, wenn ich mich auf Gott verlasse, so sehe ich das, was töricht in dieser Welt ist, das, was schwach ist, nicht schlau ist, das, was vielleicht nicht in der Lage ist. Das hat Gott erwählt. Wieso? Damit er die Weisen zuschanden machen. Diejenigen, die meinen, sie haben alles verstanden. Diejenigen, die meinen, sie sind schlauer als Gott. Diejenigen, die meinen, sie können die Hand gegen Gott erheben. Er wählt die Schwachen aus, um zu beweisen, wer tatsächlich die ganze Weisheit hat. Wer tatsächlich die Welt erhöht. Und weiterhin, und was schwach ist von der Welt, was schwach ist von der Welt, also die Welt guckt und sagt, ich missbrauche diese Menschen einfach mal. Ich nehme die einfach mal. Wir sehen heute, wie viele Kinder in dieser Welt leiden. Das ist das Allerschwächste in dieser Welt. Das nimmt Gott und sagt, das ist das, was mir gehört. Und das darf keiner antasten. Das darf keiner berühren. Das ist meins. Das ist Leben. Und deswegen steht hier, das hat Gott erwählt. Wenn du heute sagst, ich kann nichts, dann möchte ich dich heute dazu motivieren und sagen, Gott hat dich erwählt. Ich möchte dich motivieren. Und dann sagt er, wieso oder wozu, wofür hat er dich erwählt? Damit er zu Schanden mache, was stark ist. Du siehst heute Menschen, die stärker sind als du, die dich auslachen. Ich möchte dir heute sagen, Gott hat dich erwählt, um diesen Menschen zu zeigen, wer der wahre Große ist, wer der wahre Herr dieser Welt ist, wer derjenige ist, dem alles gehört. Und deswegen finde ich, ist es so sinnvoll und so wertvoll, nochmal zu der Überschrift zurückzukehren und zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und seine Welt ist erfüllt mit seiner Pracht, mit seiner Vollmacht, mit seiner Herrlichkeit. Deswegen möchte ich dich motivieren, nicht auf die Überschrift dieses Videos zu gucken, sondern auf den Inhalt des Videos. Verstehst du, wieso ich die Überschrift genommen habe? Es ist mir extrem wichtig, dass dich nicht die Überschrift anspricht, sondern das, was du jetzt gerade gehört hast. Und dass diese Überschrift dich nicht wieder anspricht, sondern der Inhalt, die Gegenwart Gottes, weil dadurch nicht nur du wieder stark wirst, sondern die Menschen, die um dich herum sind, werden verstehen, werden sehen, werden sich wundern, woher du die Kraft hast. Und dann kommt 1 plus 1. Und dann ist das, was Gott aktiviert durch uns. Und wir aktivieren Gott und seine Gesetze in dieser Welt. In diesem Sinne, sei gesegnet und teile diese Botschaft mit anderen Menschen, damit auch sie erkennen, wer der wahre Gott ist. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.